Ich nehme an, dass ihr Bedenken habt. Mir fallen durchaus ein paar ein. Ihr macht die Sache nur noch schlimmer. Ihr erwartet von uns, dass wir euch glauben, dass ihr gegen eure eigenen Kinder kämpfen wollt? Ich kann mich der Verantwortung dafür, was aus Velin und Arkan geworden ist, nicht entziehen. Und ich muss dafür sorgen, dass ihr Blutvergießen ein Ende hat. Was habt ihr in Valkorion gesehen, dass ihr mit ihm Kinder in die Welt gesetzt habt? Ihr sagt, dass er ein blutrünstiger Tyrann war. Aber das ist nicht der Mann, den ich kannte. Er war gütig, weise und sogar freundlich. Zumindest am Anfang. Wir waren uns nie einig darüber, wie wir die Kinder erziehen sollten. Und mit der Zeit entfernte er sich immer mehr von uns. Er wurde immer kälter. Ich hatte Angst um die Zukunft meiner Kinder. Aber als ich entschied zu gehen, wählten sie ihn. Ich konnte sie nicht zwingen. Ihr habt uns die ganze Zeit angelogen. Und jetzt erzählt ihr uns diese rührselige Geschichte und erwartet, dass wir euch glauben? Ihr müsst mir nicht glauben. Ihr könnt den unsterblichen Imperator selbst fragen. Ich bin nicht er. Ich bin ich selbst. Als Valkorion das Sagen hatte, war er nicht darauf versessen, einen Krieg zu führen. Wenn wir ihn zurück auf den Thron bringen könnten. Valkorion ist ein Weltenverschlinger. Er hat für Ordnung und Stabilität auf Sakul gesorgt. Glaubt mir, Koth, ihr kennt ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Nein, ihr kennt ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Keiner von euch kennt ihn so, wie ich ihn kenne. In welcher Weise ihr ihn kennt, will ich gar nicht wissen. Das habe ich nicht gemeint. Unterbrechung. Der republikanische Astromech hat Kontakt hergestellt. T7, was hat er für uns? Bericht. Ein krimineller Fleischsack auf Sakul war auf der Suche nach der Gravestone. Diese Herrin der Leiden behauptet, dass sie eine Verbindung zu den Schiffscomputern herstellen kann. Die Herrin der Leiden? Na, viel Glück mit ihr. Sie verspricht wohl Ärger. Sie ist eine Informationsmaklerin und ihre eigene Vollstreckerin. Wurde noch nie verhaftet. Also ja, sie verspricht Ärger. Sie operiert in der alten Welt auf Sakul. Ich kenne mich dort besser aus als jeder andere. Ich begleite euch. Ich begleite euch. Hört sich gut an. Diese Herrin der Leiden ist einen Versuch wert. Aber bevor ihr geht, möchte ich kurz mit euch sprechen. Wer hätte gedacht, dass die Herrin der Leiden der Schlüssel ist, um dich zu verstehen? Das Schicksal ruft. Nun, da die Wahrheit über Valkorion bekannt ist, ist Vertrauen Mangelware. Ihr müsst selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Keine einfache Aufgabe. Korf glaubt an Valkorion. Senja hat entscheidende Informationen zurückgehalten. Niemand vertraut dem anderen. Darum müsst ihr als Vorbild dienen. Haltet ihr sie wirklich für vertrauenswürdig? Ich bin zu sehr Realistin, um an absolutes Vertrauen zu glauben. Erst recht nach Siost. Aber ich glaube, dass ihre Absichten aufrichtig sind. Möge euch die Macht da draußen dienen. Gerade ins Herz von Arkans Imperium ein und ihr singt. Gibt es eine bessere Zeit, um zu singen? Dort, wo wir hingehen, sucht jedenfalls niemand nach Kriminellen, weil die meisten Leute dort sowieso Kriminelle sind. Was die Sache natürlich nicht ganz ungefährlich macht. Aber ich freue mich, die alte Welt zu besuchen. Sie ist ein Teil von Sakuls Geschichte. Valkorions erster Versuch, eine großartige Gesellschaft zu erschaffen. Ein Fehlschlag. Das kommt auf die Sichtweise an. Für ihn war sie einfach nicht großartig genug. Ich möchte mehr über eure Beziehung zu Valkorion erfahren.
Die Geschichte ist sicher nicht so seltsam, wie ihr es euch vorstellt. Wir lernten uns kennen, als ich mir einen Platz in seiner Elitewache verdient hatte. Ich zögerte nie, offen zu sprechen. Das hat wohl seine Aufmerksamkeit erregt. Ich fand ihn faszinierend, kühn. Er war sich seiner nächsten Schritte immer völlig sicher. So wie ihr ihn beschreibt, ist es kein Wunder, dass er euch interessiert hat. Ihr müsst auch seinen Platz in unserer Kultur, unserer Psychologie verstehen. In unserem ganzen Selbstverständnis. Er hat auf Sakul ganzen Generationen zu Wohlstand verholfen. Jahrhundertelang. Was wir hatten, entsprach nicht der üblichen Vorstellung von Romantik. Aber wir waren glücklich. Dann wurden Arkan und sein Bruder Texan geboren. Ich habe sie so sehr geliebt. Aber was ich auch tat, sie wollten nichts mit mir zu tun haben. Und Valkorion wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Seine Gedanken waren woanders. Er sprach kaum noch. Manchmal beachtete er uns wochenlang nicht. Und dann kam Vaelin. Sie war von Anfang an schwierig. Man muss sicher sehr früh anfangen, um so verrückt zu werden, wie sie es ist. Die Jungen waren schon immer aggressiv, aber sie kannten ihre Grenzen. Vaelin nicht. Sie war für jeden um sie herum eine Gefahr, auch schon als Kind. Ich stellte Valkorion zur Rede. Seine Tochter brauchte Hilfe. Seine Söhne brauchten ihn. Seine Lösung war es, Vaelins Verstand einzusperren. Er schloss den Großteil ihrer Kräfte weg, zusammen mit dem Großteil ihres Wesens. Die anderen von uns ignorierte er einfach. Ich konnte nicht untätig zusehen, also habe ich die Kinder gerufen und versucht, ihnen zu erklären, dass wir gehen müssten. Sie lachten und nannten mich schwach. Selbst als Kinder, und obwohl Vaelins Kräfte unterdrückt waren, waren die drei zusammen viel stärker als ich. Ich konnte sie nicht zwingen, mit mir zu gehen. Also ging ich allein. Hat Valkorion versucht, euch aufzuhalten? Nein. Ich weiß nicht mal, ob er es überhaupt bemerkt hat. Ich ging zu den Rittern und nahm Missionen am äußersten Rand unseres Imperiums an. Valkorion hat danach nie wieder ein Wort mit mir gesprochen. Seitdem habe ich meine Kinder nur noch in Übertragungen von öffentlichen Veranstaltungen gesehen. So wie Texans Beerdigung. In den Kernwelten getötet. Ich bezweifle, dass sie sich überhaupt noch an mich erinnern. Hallo, Kleiner. T7, was hast du für uns? Die Herrin der Leiden ist eine gesuchte Mörderin und Staatsverräterin, unter anderem. Die Ritter jagen sie schon seit Jahren, aber sie haben sich ihr nicht einmal nähern können. Wen hat sie umgebracht? Oh, nur jeden, der es geschafft hat, ihr in die Quere zu kommen. Vielleicht glaubt ihr es nicht, aber es ist selten, dass jemand dem Urteil eines Ritters entkommt. Und wenn dieser jemand das eigene Kind des Ritters ist? Das werden wir herausfinden, nicht wahr? Kann ich vielleicht... Wäre es möglich, dass ich mit ihm spreche? Mit Valkorion? Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Hier unten leben viele Dinge. Und nur die wenigsten sind freundlich. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist die alte Welt, wie sie die meisten Bewohner von Sakul kennen. Ein Ort, um sich mit dem Gesindel anzulegen, um daheim davon zu prahlen. Eine einzige große Party. Ich habe einen Kontakt in der Nähe, aber ich muss alleine gehen.
Lasst mich nicht zu lange warten. Es wird nicht lange dauern. Ich wollte schon immer mal die alte Welt besuchen. Wer hätte gedacht, dass ich jetzt die Zeit dazu habe? Herrlich. Ihr hättet durchaus erwähnen können, dass Senja die Mutter eurer Kinder ist. Ich wollte sehen, was sie tun würde. Letztendlich hat sie sich dazu entschlossen, euch und euren Verbündeten zu vertrauen. Ihr sagt, dass ihr helfen wollt. Aber er spielte immer noch dieselben alten Spielchen. Ich habe ihr die Freiheit gewährt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Genau wie euch. Ihr habt mich vor die Wahl gestellt, von Zeit zu Zeit. Aber ich habe niemals darum gebeten, dass ihr überhaupt hier seid. Prioritätsruf für die Hohe Richterin Valen. Sie wird wissen wollen, wen ich gerade entdeckt habe. Falls ihr mich hört, ich habe ein paar neue Freunde gefunden. Könnt ihr etwas Hilfe gebrauchen? Ich bin unterwegs. Wer war das? Herolde von Silgrok. Kultisten, die auf die Rückkehr eines mystischen Schlangengotts warten. Früher waren sie nur ein Ärgernis, jetzt sind sie militant. Eine tolle Show! Absolut fantastisch! Haltet den Mund, oder ihr seid als nächstes dran. Oh, okay. Das seid ihr ja. Ihr lasst Herolde auf mich los, Rack. Kein schlauer Zug. Damit habe ich nichts zu tun. Die Herolde haben jetzt das Sagen in der alten Welt. Sie haben eine Abmachung getroffen. Mit Arkan? Was für eine Abmachung? Die Herolde halten die Kriminellen im Zaum und die Ritter bleiben draußen. Wenn ihr bleibt, werden sie mir die Schuld geben. Ihr müsst verschwinden. Sagt mir erst, wo ich die Herrin der Leiden finde. Soll das ein Witz sein? Lieber lasse ich mich von den Herolden erwischen, als von der Herrin der Leiden. Und wo stehe ich auf dieser Liste? Was? Ihr wisst, wozu ich fähig bin, Rack. Oder soll ich euch nochmal daran erinnern? Glaubt mir, wenn Senja nicht erfährt, was sie wissen will, dann kümmere ich mich darum. Wartet! So wartet doch! Ich wollte sagen, dass ihr euch nicht mit der Herrin anlegen solltet. Aber hey, es ist euer gutes Recht. Wir waren doch immer ehrlich zueinander. Ihr müsst mich nicht schlagen. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wen ihr fragen müsst. Es gibt eine Datenhändlerin bei der Marktstation, Mona Gale. Sie arbeitet regelmäßig mit der Herrin zusammen. Mona Gale, in Ordnung. Tut mir leid. Gehen wir. Rate, wen ich gefunden habe. Den Fremdling? Direkt unter unserer Nase. In der alten Welt.
Alleine? Oh nein. Das Beste kommt noch. Mutter ist auch hier. Wollen wir mal Hallo sagen? Warum sollten sie fliehen, nur um zurückzukommen? Lass sie tun, weswegen sie hier sind. Ich sorge dafür, dass sie nicht trödeln. Na los, trefft schon, trefft schon! Das kann doch nicht wahr sein! 16.000, Mr. Venden. Sechs hintereinander? Egal in welcher Zusammenstellung, ihr habt da doch eure Finger im Spiel, Mona. Gebt es zu! Alles ist möglich, wenn einem nur genug Daten zur Verfügung stehen. Wollt ihr sehen, ob 7 eure Glückszahl ist? Leute zu betrügen ist illegal, Mona Gale. Ich betrüge niemanden. Und Ritter haben hier nichts zu sagen. Doch, das tut ihr. Aber das ist mir egal. Die Herrin der Leiden, wo ist sie? Wenn ich wüsste, wo meine lukrativste, zurückgezogenste und gefährlichste Ernährerin lebt, würde ich das sicher keinem Ritter erzählen. Oder was immer ihr seid. Ich bin ein dunkler Lord der Sith. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Habt ihr das gerade erfunden? Bewohner von Sakul, hier spricht euer Imperator. Hört mir zu. Hoffentlich wird das gut. Der Kriminelle, der unseren großartigen Turm in Dunkelheit und Chaos gestürzt hat, wurde identifiziert. Der elendige Fremdling, der unseren unsterblichen Imperator, meinen geliebten Vater, ermordet hat, ist aus der Gefangenschaft geflohen, wobei ihm ein abtrünniger Ritter von Sakul zur Seite stand. Diese gefährlichen Aufwiegler wurden zuletzt in der alten Welt gesehen. Wer sie sieht, soll sich sofort bei einer Autoritätsperson melden. Also, wo waren wir? Ihr wolltet ihnen gerade sagen, wo sie die Herren der Leiden finden. Ja, nur kann ich das nicht. Wirklich nicht. Ich weiß nicht mal, wie ich sie kontaktieren kann. Sie kontaktiert mich, nie andersrum. Aber sie trifft sich hin und wieder mit den Herolden in Bruchstadt. Sie haben eine Art Waffenruhe ausgehandelt. Mehr weiß ich nicht. Bitte, wiegelt uns nicht auf. Ich weiß die Kooperation zu schätzen. Weil ich euch dorthin schicke? Gut, ist ja nicht meine Beerdigung. Bruchstadt ist die Unterwelt der Unterwelt. Haltet euch aus allem raus. Da gibt es nur Korruption und Schmerz. Wir könnten Arkan fast dafür danken, dass er uns unabsichtlich geholfen hat. Diese Ankündigung hat euch bekannt gemacht. Wenn das unbeabsichtigte Hilfe ist, will ich nicht wissen, wie seine absichtliche Hilfe aussieht. Bruchstadt, wo harte Zeiten. Selbst als die Ritter noch die alte Welt kontrollierten, sind wir hier nie lange geblieben. Ich kann mir vorstellen, warum. Ich weiß, wo sich die Herolde befinden, aber freiwillig werden sie keine Informationen preisgeben. Mit genug Druck kann man auch die entschlossensten Eiferer brechen. Das stimmt. Sie waren entschlossen, euch zu treffen. Nein, Bruchstadt habe ich ihnen gesagt. Das ist alles. Als ob ich es mir mit euch verscherzen wollte. Ihr, Gale, ihr habt die Flüchtigen gesehen. Kommt schon, ihr wisst doch, wie das läuft. Ihr gebt mir Credits, ich gebe euch Informationen. Wir wissen, dass sie hierher geschickt wurden. Sagt uns alles, oder ihr endet wie euer Partner. Welcher Partner? Ich glaube, sein Name war Reg, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr wisst, für wen ich arbeite. Und ihr wisst, für wen wir arbeiten. Zwischen uns und ihrem Anführer steht jede Menge Feuerkraft. Sie nennen ihn den Erhabenen.
Arkan hat ihn hier eingesetzt, aber eigentlich ist er kaum mehr als ein Diener. Und nicht ganz bei Verstand. Wird auch Zeit, dass ihr endlich hier seid. Koth? T7 hat mir gesagt, dass ihr nach Bruchstadt wolltet. Den Rest habe ich mir selbst zusammengereimt. Ihr müsst ja einen hübschen Umweg gegangen sein. Was in Skyvers Namen macht ihr hier? Traut ihr uns nicht zu, dass wir die Sache erledigen? Ich bin euch aus gutem Grund jahrelang um Längen voraus gewesen. Es ist nicht meine Art, den falschen Leuten zu trauen. Nichts für ungut, Fremdling. Euch will ich wirklich vertrauen, also verrate ich euch was. Der Erhabene hasst Ritter. Er wird kein Wort mit Senja sprechen. Ich bringe ihn zum Reden. Also, ich gehöre zu den einfachen Leuten. Ich spreche ihre Sprache. Wenn ihr mit den Herolden ein Geschäft aushandeln wollt, bin ich euer Mann. Das sind wahnsinnige Verbrecher. Sie machen keine Geschäfte. Kommt schon, Koth. Mal sehen, was ihr erreichen könnt. Senja bleibt wachsam. Wir könnten euch da drin noch brauchen. Ja, haltet die Augen offen. Danke, Fremdling. Ihr erspart mir die Unannehmlichkeit, euch jagen zu müssen. Dankt mir nicht zu früh. Ihr seid kühn. Ich mag Kühnheit, aber euch mag ich nicht. Ihr dürft nicht in der alten Welt bleiben. Eure Anwesenheit bedroht die Ordnung, für die wir gekämpft haben. Und ihr habt anscheinend bisher ganz gute Arbeit geleistet. Koth Ortena, ehemaliger Marineoffizier, ehemaliger Anwohner. Ich habe einen Großteil meiner Jugend in der alten Welt verbracht. Lebte von der Hand in den Mund. Es war damals richtig übel. Ihr habt eine tolle Abmachung mit Arkan, aber er könnte sie jeden Moment aus einem beliebigen Grund auflösen. Was, wenn er das nicht könnte? Wie meint ihr das? Wenn ich mit dem Fremdling Arkan vom Thron stoße, seid ihr ihm keine Rechenschaft mehr schuldig. Alles, was wir brauchen, ist ein Treffen mit der Herrin der Leiden, damit wir sie davon überzeugen können, uns zu begleiten. Ich wette, dass ihr ein solches Treffen arrangieren könnt. Ihr wollt Valkorions Gör verdrängen und meine größte Feindin aus der alten Welt wegbringen? Hört sich fantastisch an. Aber wie wollt ihr beide den Arkan stürzen? Arkan kann nicht mehr herrschen, wenn er tot ist. Ich werde persönlich dafür sorgen. Wenn ihr glaubt, ihn besiegen zu können, soll mir das recht sein. Arkan hat uns Macht gegeben und sie dann so sehr beschränkt, dass wir mit ihr nicht viel anfangen können. Und er hat Sakul jeglichen Geist ausgesaugt. Die meisten merken es nicht mal. Doch sein Untergang kann nicht durch euch herbeigeführt werden. Wieso nicht? Valkorions Untergang. Der Aufstieg von Arkan. Es entspricht alles der Prophezeiung. Ihr jedoch nicht. Erst wenn die Prophezeiung erfüllt wird, kehrt unsere große Schlange zurück, um Sakul im Feuertod zu reinigen. Ihr dürft euer Ziel nicht erreichen. Und ich dachte, wir kommen so gut miteinander aus. Auf mein Zeichen! Erhabener! Ich bin beschäftigt. Die Herrin der Leiden verlangt eure Aufmerksamkeit. Von der Spezies habe ich schon mal welche gesehen. Damals in eurem Teil der Galaxis. Eure Kontrolle über die alte Welt ist mittlerweile zu einem Würgegriff geworden. Ihr handelt immer wieder gegen die Interessen der Herrin. Gerade erst kürzlich habt ihr ihre Vertragspartnerin Mona Gale ermorden lassen. Das kann warten. Ich habe Gesellschaft. Die Herrin hat beschlossen, die Bedingungen eurer Vereinbarung neu zu verhandeln. Wir hatten eine Abmachung. Und jetzt werdet ihr einer neuen Abmachung zustimmen. Vater! Brennan! Lass ihn sofort frei! Kommt zur Klinge. Dort könnt ihr mit der Herrin über die Zukunft eures Sohnes sprechen. Und ihr? Die Herrin würde auch mit euch gerne sprechen. Ihr seid weit weg von zu Hause. Sakul ist jetzt das Zentrum der Galaxis. Das macht es zu meinem Zuhause.
Der Herrin der Leiden ist durchaus bewusst, wer ihr seid, Fremdling. Und nun weiß sie auch, was ihr beabsichtigt. Ich soll euch versichern, dass es keine Falle ist und dass ich unverletzt bin. So viel dazu. Ihr werdet den Fremdling unter keinen Umständen töten. Verstanden? Verstanden. Tötet den Fremdling. Das Feuer des Drachen nicht wert! Ich wusste, dass ich euch finden würde. Neuer Partner? Ich bin alles andere als erfreut. Ihr seid aus eurer rechtmäßigen Haft entkommen und habt dann eurer Freundin befohlen, meinen Partner zu töten. Dafür werdet ihr bezahlen. Darf ich dann jetzt schießen? Koff Vortena. Verrat. Aufwiegelung. Grobe Inkompetenz. Den letzten Punkt habt ihr erfunden. Ich bin froh, dass wir es riskiert haben, in die alte Welt zu kommen. Jetzt werden wir uns die Ehre verdienen, zwei Verbrecher ausgeschaltet zu haben. Für Tarnik! Von mir braucht ihr keine Gnade zu erwarten. Es ist Zeit, sich zu wehren. Ich muss kein Erbe sein, um eure Grabinschrift zu sehen. Hier liegt der Fremdling, der Sakul Chaos und Verderben brachte. Euer Grabstein wird unbeschrieben bleiben. Entweder sie oder wir. Die Herolde hatten Vorsprung. Seid auf alles gefasst. Uns könnte gleich ein kleiner Krieg erwarten. Mit Krieg kenne ich mich ganz gut aus. Ich weiß, Sie haben nicht das bekommen, was Sie wollten. Aber Sie haben das bekommen, was Sie verdienten. Sehen Sie es so, Erhabener. Sie werden endlich bei Ihrer großen Schlange sein. Ich bin neugierig, Fremdling. Was würden Sie mit dem Sohn des Erhabenen machen? Wenn er die Herolde führen würde, wären dir seine Furcht und sein Respekt gewiss, anders als bei seinem Vater. Genau wie berechnet. Hervorragend. Es gibt nichts, was sie davon abhalten könnte, der neue Erhabene zu werden. Ich erwarte, dass sie sich an ihren Teil der Abmachung halten. Selbstverständlich. Endlich kann ich die Herolde in die glorreiche Zukunft führen, die wir verdienen. Ihr werdet gerecht dafür belohnt werden. Dann gehen Sie. Es hat sich noch nie jemand so an mich herangeschlichen. Ich hatte Glück, dass sie mich nicht töten wollte. Das Töten scheint ja nichts auszumachen. Nein, ganz sicher nicht. Da wir ihre Hilfe brauchen und ich offensichtlich nicht in der Position war, mich zu widersetzen, habe ich ihr von der Gravestone erzählt. Aber von euch musste ich nichts erzählen. Du bist die Herrin der Leiden? Ein Druide? Das war ein Fehler. Ich bin kein Druide, dunkler Lord. Ich bin eine Intelligenz, die jegliche Vorstellungskraft übersteigt. Sie können mich Scorpio nennen. Ich bin nach Sakul gekommen, um meiner heuristischen Direktive nach Selbstverbesserung weiterzufolgen. Das ist Selbstiteration Nummer 1084. Der Vorschlag Ihrer Begleitperson interessiert mich. Ich will
Sie begleiten. Wirklich? Setzen Sie die Operationen in meinem Namen fort. Schalten Sie die Herolde aus, wenn es sein muss. Wir bleiben in Verbindung. Verstanden. Ihr habt sie anscheinend überzeugt. Ich glaube nicht, dass das nötig war. Sie ist anders als jede Maschine, die ich bisher gesehen habe. Nicht ganz das, was ich erwartet hatte, aber fast. Sollen wir aufbrechen? Moment, was hast du denn erwartet? Nur eine kleine Abweichung von den Erwartungen. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Warum hilfst du uns? Ich möchte mit der Gravestone sprechen. Ich freue mich darauf, zur Abwechslung mal mit einem Intellekt zu kommunizieren, der mir gewachsen ist. Was ist mit Arkan? Er hat etwas, das mir gehört. Die Schwere dieses Fehlers muss ihm vor Augen geführt werden. Was hat er genommen? Ich habe ja nur gefragt. Die Einheiten 522, 865 und 983 der ewigen Flotte bereiten sich zum Einsatz vor. Kampfprotokolle vollständig aktiviert. Der Fremdling wird uns dieses Mal nicht entkommen. Alle Gemini-Kommandoeinheiten bestätigen. Vorbereitungen laufen bereits. Kern hochgejagt, Wurstfinger! Das heißt Captain Wurstfinger. Sie erweisen diesem Schiff mit ihren primitiven Händen schlechte Dienste. Geben Sie mir vollen Zugriff. Ich werde die aktuellen Parameter der Gravestone verbessern. Darauf können wir uns nicht einfach so verlassen. Wir brauchen Details. Ich habe keine Zeit für technische Erklärungen. Wir auch nicht. Behalte deine glänzenden Metallflossen bei dir. Konzentrier dich zuerst auf den Hyperantrieb. Akzeptabel. Vorerst. Bemerkung. Bereit zur Vernichtung. Dein mangelnder Intellekt ist eine Beleidigung. Geben wir ihnen etwas Raum. Auf der Brücke ist kein Platz für so viele ausgeprägte Persönlichkeiten. Ich bin es gewohnt. Das kann ich mir bei euren bisherigen Gefährten gut vorstellen. Scorpio arbeitete früher für den imperialen Geheimdienst. Jetzt operiert sie eigenständig. Was haltet ihr von ihr? Wir müssen ihr ein gewisses Vorschussvertrauen zugestehen. Aber wir geben ihr nicht die Kontrolle über das Schiff. Hoffentlich können wir sie im Zaum halten. Ich habe noch nie einen derart fortschrittlichen Droiden gesehen. Es gibt gute Neuigkeiten. Ich habe etwas von meinen Agenten auf Coruscant und Drumund Kaas gehört. Es gibt Elemente in den jeweiligen Regierungen, die bereit sind, über ein Bündnis zu sprechen, um die Streitkräfte gegen den ewigen Thron zu vereinen. Warum erfahre ich erst jetzt von dieser Verschwörung? Ich sollte an den Verhandlungen beteiligt sein. Ich hatte das schon in die Wege geleitet, bevor ich überhaupt wusste, dass ihr noch lebt. Eure Anwesenheit wird verlangt. Kommt allein. Ein echter Charmeur. Senja hatte ein ganz eigenes Auswahlverfahren. Seid vorsichtig. Wir brauchen die Erben. Aber Eiferer sind immer schwer einzuschätzen. Eskal glaubt, dass er die Wege der Macht besser versteht als alle anderen.
Das wird sein Untergang sein. Es wird sich zeigen. Eine Stunde. Wenn ich danach nichts von euch höre, lege ich dieses Gebäude in Schutt und Asche. Ihr wolltet mich treffen. Pascal. Ihr seid mir gefolgt. Ich wurde eingeladen. Pascal hat das alles arrangiert. Der Narr. Ich habe Pascal nie getraut. Aber er hat mir einen Gefallen getan. Und jetzt wird euer Ende kommen. Seid euch nicht so sicher, dass ihr wisst, wie die Dinge enden werden. Die Erben haben schon immer am falschen Altar des Schicksals gebetet. Darum töte ich sie. Ich stehe über Prophezeiungen. Ich schaffe mein eigenes Schicksal, indem ich harte Entscheidungen treffe. Und jetzt seid ihr dran. Ihr wollt ein Geschäft machen. Ich kann durchaus Gnade zeigen. Ergebt euch. Ihr werdet wieder in Carbonit eingefroren, bis ich einen Weg finde, euch von meinem Vater zu erlösen. Und die anderen? Lana und Koth? Sie können gehen. Ohne die Gravestone natürlich. Sie gehört zum ewigen Thron. Das versteht ihr sicher. Fürchtet die Schlange, die glaubt, ein Drache zu sein. Mein Sohn wird euch verraten. Ich bin sehr beschäftigt. Lasst mich nicht warten. Das würde mir im Traum nicht sein. Kommt! Gefallen und feuer diese Kanonen! Die Zielalgorithmen dieses Schiffs waren mangelhaft. Ich bin dabei, sie zu verbessern. Das hat jetzt keine Priorität! Verbesserung hat immer Priorität. Aktiviere Schussmuster. Ist das gerade in der Nähe des Verstecks der Erben abgestürzt? Jemand sollte besser nach dem Fremdling sehen. Am Leben seid.
Ich bin gerade dabei, Arkan zu töten. Die Gravestone wird belagert, aber wir gehen nicht ohne euch. Haltet durch! Ich komme zu euch! Der Fremdling! Nehmt ihn gefangen! Und ihr macht ein frostiges Carbonitgrab! Faden wird in das Schicksal eingewoben, wie ich es vorausgesehen habe. Dann hat Arkan also die Wahrheit gesagt. Ihr habt ihn hierher gebracht. Es war notwendig. Ihr werdet es verstehen. Die Erben bleiben eure Verbündeten. Jeder von ihnen wird zu euch zurückkehren, wenn ihre Zeit gekommen ist. Ich werde nie wieder einem Erben trauen. Wenn eure Leute mir zu nahe kommen, sind sie tot. Sie haben ein Schicksal. Nicht einmal ihr könnt es ändern. Ich bedauere nichts. Ich habe die Zukunft gesehen. Und sie ist glorreich. Arkan und ich sind uns bei einer Sache einig. Ihr seid ein Narr. Lasst niemanden am Leben. Du weißt immer ganz genau, wie du mir den Tag versüßen kannst. Probleme. Ich hoffe, der Hyperantrieb gehört nicht dazu. Scorpio hat ihn repariert, aber Arkans Truppen haben die Andock-Vorrichtungen blockiert. Wir sitzen fest. Wir können die Gravestone nicht aufgeben. Die Flotte wird uns in Stücke schießen. Koff und HK sind auf dem Weg zum Steuerholm, aber sie brauchen Hilfe. Keine Sorge. Die Gravestone ist in guten Händen. Holt unseren Captain Blondie. Ich meinte, Miss Beniko. Ihr wart nicht sehr nett zu meinem Bruder. Jetzt müssen wir eure Freunde töten. Arkan war nur zum Aufwärmen. Ihr steht auf. Geht. Das ist eine Familienangelegenheit.
Waylin. Hallo, Mutter. Koff und Haka brauchen uns. Gehen wir. Arkan hat das gesamte Netzwerk abgeriegelt. Er hat die Kontrolle über die Turbolifts, Panzertüren, Andockvorrichtungen und was weiß ich noch alles. Wir brauchen die Hauptüberbrückungsstation. Sie befindet sich auf dem Steuerholm. Ich habe HK einen Weg freimachen lassen. Einräumung. Ich habe Ihnen eine Spur aus Fleischsäcken hinterlassen, der Sie folgen können. Ich sichere alle Türen zum Steuerholm. Da kommen keine Verstärkungen mehr rein. Aber jemand muss diese Engstelle halten. Das ist mein Job. Senja ist bei der Gravestone mit Waylin beschäftigt. Es liegt an euch und Koff. Waylin ist beim Schiff? Meine Crew. Sie verschaffen uns Zeit. Nutzen wir sie. Wenn wir die Gravestone nicht befreien, sind wir tot. Also los! Imperator Valkorion spricht mit euch, oder? Hat er irgendwelche Ratschläge? Er straft mich mit Schweigen. Wahrscheinlich geht ihm gerade viel durch euren Kopf. Der Imperator ist ein großer Mann. Wenn jemand euch helfen kann, Arkan auszuschalten, dann er. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr Reis ausnehmen. Der Mann hat Milliarden getötet. Er war immer gut zu Sakul. Erinnerung, die Gravestone wird immer noch belagert. Du bist frei von der Kontrolle deines Vaters. Du musst Arkan nicht dienen. Du kannst diesen wahnsinnigen Krieg aufhalten. Wir sind dir nicht gefolgt, als du Vater verlassen hast. Warum sollten wir jetzt auf dich hören? Die Hauptüberbrückungsstation ist direkt voraus. Was immer geschieht, ich möchte, dass ihr eins wisst. Es ist eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Folgt mir. Ich bringe euch hier lebend raus. Ihr habt mir meinen Kampfschrei geklaut. Finden wir diesen Droiden. Bataillon Sakul-Ritter auf dem Weg zu euch. Sie kennen unseren Plan. Ich finde Arkan immer noch nicht im Sicherheitsnetz. Er ist verschwunden. Ich kümmere mich mit HK um diese Ritter. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Gravestone fliegt. Um jeden Preis. Ein frontaler Angriff wird euch nur umbringen. Lockt sie wenigstens vorher irgendwo hin. Nette Idee. Aber ich war nie ein guter Läufer. Nachtrag. Ich renne überhaupt nicht.
Wir schaffen das schon. Und ihr bestimmt auch. Diese Ritter wissen nicht, wie sie sich gegen ihn und HK verteidigen sollen. Wenigstens ein paar Alibi-Wachen. Schlimmeres antun. Wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr mich anflehen, euch zu töten. Keine Gnade. Bis zum bitteren Ende. So, wie es sein soll. Bitte, sterben Sie, Fleischsack! Herr! Genug! Aufopferung! Ich kann es kaum erwarten, alle eure Freunde zu treffen. Sohn ist zu stark. Ihr braucht meine Kraft. Wir können ihn nur zusammen besiegen. Ich will die Sache beenden. Jetzt. Das war...
Valkorion? Die Greystone ist frei! Kommt wieder her, sonst werdet ihr zurückgelassen! Ich mochte dich lieber, als du tot warst. Bring uns in die Luft! Schiffe in dieser Blockade. Ich weiß. Die Omnikanone ist noch nicht bereit. Wir können uns den Weg nicht freischießen. Ich weiß. Ich habe mir nie Sorgen gemacht. Die schlägt sich ganz gut, Captain. Die Gravestone hat leichte Rumpfschäden erlitten. Das hätte vermieden werden können, wenn man mir vollen Zugang zum Hauptcomputer ermöglicht hätte. Leichte Rumpfschäden? Oder du kommandierst ein unaufhaltbares fremdes Kriegsschiff. Entscheidungen, Entscheidungen. Ey, stirbt ihr? Kann ich euer Zeug haben?
Was glaubt ihr? Verstanden! Oh. Helft uns! Nicht tot? Der Fremdling ist entkommen. Ein unerwarteter Rückschlag. Doch ich habe heute viel gelernt. Vaters Macht hat sich verändert. Sie ist schwächer. Mutter hat mich am Leben gelassen. Ich bringe sie um. Immer mit der Ruhe. Euer Körper hat viel mitgemacht. Wir waren nicht sicher, ob ihr nochmal aufwacht. Besonders seltsam ist, dass ihr keinen Kratzer hattet. Auch nicht innen. Ich habe Valkorions Macht genutzt, um gegen Arkan zu kämpfen. Es war anstrengend. Welche Stärke es auch ist, die er euch verleiht, er nimmt euch dadurch auch etwas. Was ist geschehen, während ich bewusstlos war? Die Gravestone ist sicher. Aber ich habe ein paar Crewmitglieder beim Asyl verloren. Wenn Senja nicht da gewesen wäre, hätte es viel schlimmer ausgehen können. Len kann ihr einfach nicht genug danken. Es ist schon fast peinlich. Ich traue Senja immer noch nicht. Aber sie war da, als es darauf ankam. Das werde ich immer sein. Wir haben noch jemanden verloren. Ich schätze, ihr wart dabei als HK. Er hat gekämpft, um mich zu verteidigen. Arkan hat ihn zerstört. Die HK-Einheit war minderwertig. Sie musste zwangsläufig irgendwann als Schrott enden. Ich werde dich deaktivieren. Lana hat uns gesagt, dass alles begann, als Heskal euch rief. Heskal ist tot. Er war es, der Arkan zum Asyl brachte. Er meinte, es sei Schicksal. Und die anderen Erben? Er meinte, sie stünden immer noch auf unserer Seite. Sie würden uns finden, wenn die Zeit reif ist. Wer solche Verbündeten hat, braucht keine Feinde. Wenn wir damit fertig sind, uns gegenseitig runterzuziehen, könnten wir auch mal über die guten Neuigkeiten sprechen, oder? Die Schlacht um das Asyl hat der Galaxis gezeigt, dass Sakul nicht unverwundbar ist. Meine Kontakte in den Kernwelten werden uns unterstützen, werden euch unterstützen. Ihr seid dabei, zum Anführer einer Allianz zu werden, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den ewigen Thron ein für allemal zu stürzen. Alle warten auf einem Planeten namens Odessen. Wenn ihr bereit seid, sollten wir dort mal vorbeischauen. Wir lassen sie besser nicht warten. Na dann mal los. Odessen, ne? Und das soll jetzt tatsächlich ein Ort sein, an dem uns niemand töten will? Ich habe ihn selbst ausgesucht. Wir werden hier sicher sein. Ist es wirklich vernünftig, Scorpio die Kontrolle über die Brücke zu überlassen? Ich habe das Schiff abgeriegelt. Ohne meine Zustimmung kommt sie nirgendwo hin. Ich hoffe, ihr habt recht. Also, warum diese Welt? Abgelegen, unbesiedelt und die Macht ist stark hier. Aber anders als Korriban oder Typhon ist Odessen völlig im Gleichgewicht. Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Ich hatte immer eine starke Verbindung zur Macht. Sie hat mich vor all den Jahren auf diesen Weg geleitet und zu einem gewissen Bündnis geführt. Mit der Republik. Ich meinte mit euch.
Also, da wären wir. Das ist eure neue Allianz. Das ist ein guter Anfang. Wir alle haben viel getan, um dieses Ziel zu erreichen. Aber ihr wart der Mittelpunkt. Ihr habt es möglich gemacht. Zeigt ihnen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Sofort steht dieses Lager unter meinem Befehl. Ihr werdet schneller, ihr werdet effizient arbeiten und ihr werdet hart arbeiten für unsere Zukunft. Die Vergangenheit, die ihr kennt, wird nie wieder zurückkehren. Arkan hat sie vernichtet. Aber wir werden immer mehr. Und wenn wir nicht zögern, werden wir Arkan gemeinsam besiegen. Und wer mich in meinem Lager enttäuscht, kann sich sicher sein, dass er die Konsequenzen spüren wird. Mir gefällt, was ihr hier draus gemacht habt. Teron Shan. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr euch noch an mich erinnert. Es ist schön, euch wiederzusehen, Teron. Gut. Ich war mir nicht sicher nach dem, was mir Lana von euch erzählt hat, was ihr gerade durchmacht. Es waren 5 lange Jahre. Fühlt sich an, als hätte sich alles verändert. Wie wär's, wenn er mich auf den neuesten Stand bringt? Natürlich, aber bevor wir uns um die wichtigen Dinge kümmern, habe ich da noch etwas für euch. Ihr habt meine Leute gefunden? Da hatte ich bisher kein Glück, aber... Da muss was dran gemacht werden, und zwar jede Menge! Wenn ihr mal eine Minute habt, es wäre dann Zeit für die offiziellen Dinge. Ich bin drin. Ohne genaue Pläne ist ein solcher Staffelangriff zum Scheitern verurteilt. Wir brauchen Hangarpositionen, Verteidigungsmaßnahmen. Es würde auch helfen,
wenn wir wüssten, wie man den Energiekern deaktiviert. Ich kann solche Informationen nicht herbeizaubern und auch nicht zu den Göttern der Wissenschaft beten. Alles, was ich tun kann, ist spekulieren. Außer natürlich, man könnte die Daten in aller Heimlichkeit extrahieren. Seht mich nicht so an. Ich habe mich schon in verrückte Orte reingeschlichen. Aber diese Stationen sind dann doch was anderes. Okay, wir vertagen das erstmal. Wir haben Gesellschaft. Braucht ihr Hilfe? Bei Arkans Kampfstation? Ja, sobald wir mehr über sie wissen. Wir bauen eine stabile Allianz auf, aber das reicht nicht. Die Kernwelten sind durch Arkans enorme Reichweite immer noch in Gefahr. Ich habe ein Expertenteam zusammengestellt, das dabei helfen soll, die großen Fragen zu beantworten und mögliche Rekruten zu finden. Dr. Juvahat Elip-Ogorop. Ich bin kein Biologe, aber ich gebe zu, dass mich die Auswirkungen der langfristigen Carbonitvergiftung auf eure mentalen Fähigkeiten faszinieren. Bayvan Ego, ehemaliger Flottenadmiral in der republikanischen Marine. Entlassen, aber immer noch kampfbereit wie eh und je. Hylo Viss. Ihr habt sicher von mir gehört. Ich habe die stärkste Blockade in der Geschichte der Galaxis gebrochen. Sozusagen die größte gesetzlose Heldin der Republik. Euer Gesicht ist mir in meinen Prüfungen erschienen. Ich bin die Mystikerin Zana Rey. Ich werde euch helfen. Hallo zusammen. Und nein, Doktor, mit meinem Hirn wird nicht experimentiert. Wie schade. Vielleicht ein anderes Mal. Wenn ich so frei sein darf, möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Ich habe einen vielversprechenden Rekruten ins Auge gefasst. Ausgerechnet ein Gant. Wenn ihr die Details dazu hören möchtet, findet ihr mich in meinem exquisiten neuen Labor. Das ist also das Team. Irgendwelche Fragen? Das war alles. Enttäuscht mich nicht. Was mich betrifft, ist das ganz und gar unwahrscheinlich. Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Auf alte Freunde und neue Verbündete. Ich trinke auf den zweiten Teil. Könnt ihr euch überhaupt noch daran erinnern, wie wir uns das letzte Mal entspannt haben? Ja, das war vor 2,6 Millionen Jahren. Und Senja war immer noch ein Trottel. Eigentlich hatte ich ja vor, die ganze Nacht für euch zu singen. Aber so? Ihr wolltet was? Ach, kommt schon. Das muss ich hören. Jetzt ist es zu spät. Theron, ihr könnt nicht die ganze Zeit das Gewicht der ganzen Galaxis auf euren Schultern tragen. Aber deswegen habt ihr mich doch hergebeten, um eure Last zu erleichtern. Ich habe euch hierher geholt, weil ihr gut seid. Wen haben wir denn da? Keine Sorge, wir haben nicht ohne euch angefangen. Ja, wir haben gerade erst begonnen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr kommen würdet. Nach allem, was wir durchgemacht haben, ist etwas Entspannung genau das Richtige für uns. Das stimmt allerdings. Dazu muss ich nur noch die Laune von dem da verbessern. Meine Laune ist bestens. Ich bin dabei. Und jetzt seid ihr es ja auch. Ich hatte gehofft, erst mit einem von euch sprechen zu können. Lana, habt ihr einen Moment? Natürlich. Also, ich glaube, ich gehe besser. Ja. Ja, natürlich. Bis später. Ja. Das ist schon beeindruckend, nicht wahr? So viel mehr als das letzte Bündnis, das wir schmiedeten. Was ich vermutet hatte, als wir uns mit Theron, Satil und Darth Maar zusammentaten, hat sich jetzt bestätigt. Ich habe zwar Ereignisse in die Wege geleitet, doch ohne euch hätten sie sich niemals so entwickelt. Ich würde jetzt in einem Grab aus Metall ruhen. Ihr wart entschlossen genug, mich dort rauszuholen. Nein, das ist nicht... Die Wahrheit lag direkt vor mir, doch ich wollte sie nicht sehen. Ich dachte, ihr wärt nur aufgrund eurer Fähigkeiten der Einzige, der Arkan stoppen kann. Doch jetzt sehe ich es. Das ist Bestimmung. Eure Bestimmung. Es läuft allem zuwider, was ich als wahr erachte. Und doch ist es so. Es ist die Wahrheit. Ich kann das nicht alleine tun. Ihr seid ein wichtiger Teil von dem, was wir erreichen wollen. Natürlich. Und ich werde weiter für euch da sein, solange ihr mich braucht. Ich finde, wir sollten wieder zur Party zurückgehen.
Wir haben sie uns schließlich verdient. Macht ihr Witze? Seht euch mein ernstes Gesicht an. Und jetzt sagt mir, dass ich lüge. Oh Mann, das passt so zu Lana. Ja, nicht wahr? Worüber sprecht ihr beide? Na, über gar nichts. Und definitiv nicht über irgendwelche Entführungen auf Rishi. Schön zu sehen, dass ihr gemeinsame Interessen gefunden habt. Hey, habt ihr Senja gesehen? Hat irgendjemand Senja gesehen? Korf, ihr werdet ihr irgendwann vertrauen müssen. Man kann niemanden dazu bringen, seine Vergangenheit einfach so zu vergessen. Gebt ihm Zeit. Na gut. Die Crew muss in einer Stunde wieder an die Arbeit. Das sollte lustig werden. Ich muss ein paar Treffen ansetzen. Das erinnert mich an meine Zeit als Beraterin. Ich danke euch, euch allen. Es bedeutet mir viel, dass ihr hier seid. Mir auch, Fremdling. Tora, Len, gehen wir, ihr kümmerlichen Schwächlinge. Haltet die Klappe! Es ist wirklich beeindruckend. Leute aus der ganzen Galaxis folgen euch. Wir werden sie alle brauchen und mehr, damit unser Plan funktioniert. Ich fürchtete schon, dass euch Heskal mit seiner Gewissheit geblendet hat. So wie die Erben. Er nimmt eiskalt ihren Tod in Kauf, weil es angeblich so vorhergesagt worden war. Ihre Visionen bieten wichtige Erkenntnisse, aber sie sind nicht unfehlbar. Erinnert mich an die Herolde von Syldrog. Ein weiterer Anführer, der für seine Gewissheit bezahlt hat. Ihr könnt über Valkorion sagen, was ihr wollt, aber er hat zumindest andere Standpunkte in Betracht gezogen. Er hat auf mich gehört. Meistens. Er hat nicht... Er hätte nie getan, was Arkan getan hat. Bitte, sprecht weiter. Ich habe euch bereits erzählt, dass Arkan einen Bruder hatte. Texen. Sie waren unzertrennlich bis zu seinem Tod. Waylin hat es mir bei unserem Kampf erzählt. Arkan hat Texen ermordet. Seinen eigenen Bruder. Hätte ich ihn aufgezogen, dann... Was ist bei eurem Kampf mit Waylin passiert? Was sie gesagt hat, hat mich im Kern erschüttert. Mich betäubt und gelähmt. So ist sie entkommen. Mehr denn je weiß ich nun, dass meine Kinder aufgehalten werden müssen. Und dass ich mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, ins Reine kommen muss. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Was auch immer ihr tun musstet, um hierher zu gelangen. Sie hat eine wichtige Frage gestellt. Wie betrachtet ihr den Weg, den ihr bis hierhin gegangen seid? Ihr seid in meinem Kopf. Warum findet ihr es nicht selbst heraus? Und inwiefern würde das unserer Allianz helfen? Vielleicht seht ihr keine Allianz, aber unsere Bestimmung ist miteinander verknüpft. Nutzt das zu eurem Vorteil aus und ihr werdet viel erreichen. Ich sehe, dass ihr Arkan besiegt, auch wenn nicht jeder auf dieser Welt daran glaubt. Was soll das heißen? Wer glaubt nicht daran? Das werdet ihr schon bald erfahren. Irgendwo da draußen, unser eigener Vater, und er schmiedet Pläne gegen uns. Und er ist nicht alleine. Nachdem ich Mutter erzählt habe, dass du Texen getötet hast, wird sie sicher deinen Kopf fordern. Aber das ist kein Problem. Du hast den Thron, die Flotte, dieses gesamte Imperium. Du bist so sicher vor ihr, wie es nur geht. Ich wünschte, Texen wäre jetzt hier.
Er würde sehen, dass es richtig war, Vater herauszufordern. Stell dir nur vor, wie wir drei über dieses Imperium herrschen, so wie es sein sollte. Ich wünschte auch, dass Texan hier wäre. Aber das ist nicht mehr möglich. Das spielt keine Rolle. Vater hat einen neuen Liebling. Er will, dass der Fremdling dir das alles wegnimmt. Eher sterbe ich, bevor ich das zulasse. Natürlich wirst du das. Was wird das hier? Das ist eure erste offizielle Ansprache als Allianzkommandant. Ich muss mich bei allen für ihr Vertrauen bedanken. Es gab keine Abstimmung, keine Treffen, keine Diskussionen. Es ist einfach so passiert. Und so ist es schon, seit ihr angekommen seid. Jeder weiß es. Jetzt ist es nur offiziell. Ich dachte, ihr hasst Titel. Ich hasse es, einen zu haben. Aber ich liebe es, sie zu verleihen. Sie sehen zu euch auf und wollen, dass ihr sie zu Großem führt. Also zeigt ihnen den Weg. Jeder von uns weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Wir haben unsere Liebsten verloren, unsere Freunde. Wir wurden immer wieder in den Staub geprügelt. Unsere Leben wurden uns geraubt. Es fühlt sich fast so an, als ob das unser Schicksal wäre. Aber niemand von euch hat aufgegeben. Ihr habt die Verluste ertragen und durchgehalten. Ihr habt hierher gefunden, um etwas aufzubauen, um zu kämpfen. Und ich weiß die Hilfe von jedem Einzelnen von euch zu schätzen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird die Galaxis nicht länger unter einem Tyrannen leiden müssen. Zusammen vertreiben wir Arkan von seinem Thron und werden siegen. Sie haben viel erreicht. Ja, das haben sie. Sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Aber wenn sie so weitermachen, könnten sie eines Tages das ewige Imperium herausfordern. Vielleicht. Ein Jammer, dass so viele von ihnen sterben werden.